Ja, so wird das gemacht, Leute. Leute, willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Es ist soweit, das Starter-Pack für Fortnite ist endlich da. Es hat jetzt lange gedauert, nachdem der erste Leak da war und wir gucken uns die ganze Sache einfach mal an. Das Starter-Pack besteht aus 600 V-Bucks und einem ziemlich nicen Skin mit Rucksack für 4,99 €. Was auf jeden Fall relativ günstig ist, wenn man sich anschaut, wie viel denn die anderen Skins so kosten, wie der hier 20 € oder, keine Ahnung, der Skin 12 €. Da ist natürlich ein Preisunterschied da und das auch für einen Skin, der relativ nice aussieht. Das heißt, da kann man vielleicht zuschlagen, wenn man Lust hat, und ich werde da jetzt zuschlagen und wir schauen uns den Skin dann einfach mal im Game an und ihr könnt dann entscheiden, ob das was für euch ist praktisch. Hier könnt ihr es sehen, für €99 kaufen wir das Ding mal. Leider gibt es da keine fancy Animation, wenn man sich das Ding kauft. Bei allen anderen gibt es ja die Kaufanimation, die recht cool aussieht, und hier leider nicht, aber er hat auf jeden Fall was, der Skin, er hat auf jeden Fall was, finde ich auf jeden Fall. Und es ist so, wir können den jetzt mal auswählen. Es ist so, dass es für den auch einen Rucksack gibt, den ich natürlich auch mal mitnehme, der auch ganz schick aussieht, ist vielleicht auch ein cooler Rucksack für andere Skins, für andere Charaktere. Ansonsten bekommt man da leider nichts, halt noch die 600 V-Bucks, aber nicht noch irgendwie eine Axt oder irgendwas in die Richtung, da ist nichts mit dabei. Wir springen mit dem Skin jetzt allerdings mal in Solo, Blitz ist ja seit gestern nicht mehr mit dabei, ich habe mich auf Twitter schon drüber aufgeregt, finde ich immer noch schade. Blitz war einfach ein schöner Modus und hat Fortnite besser gemacht. Ich hoffe, Blitz kommt irgendwann wieder zurück. Jetzt allerdings Solo. Schauen wir, was das Ding drauf hat. Leute, wir sind im Spiel. So sieht der Skin aus, den man bekommen kann für 4,99 €. Am Ende muss man natürlich immer für sich selbst entscheiden, ob man so viel Geld ausgeben will für einen einfachen Skin. Aber wenn euch das Ding gefällt, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich glaube, wir müssen den jagen, meine Freunde. Außer er hat eine Shotgun. Dann müssen wir da nicht jagen. Oh, okay. Genau, ihr geht da runter. Okay. Kam jetzt noch ein Dritter? Oder ein Vierter? Ich bin ja schon der Dritte. Oder nicht? Das frage ich mich gerade. Warum kommt da keiner mehr hoch? Hallo? Hey, als ob's da... Doch, da ist ein Sturmgewehr. Das schon kurz, da gab es vielleicht kein Sturmgewehr. Nice. Eine schöne Summa, ja. Freue ich mich gerade wirklich ein bisschen drüber. Sobald ich weiß, wo hier Gegner sind und wo nicht, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich von der Seite abgeschossen werde. Okay, der da unten ist auch weg. Ja gut, irgendwie. Hier sind so viele gelandet. Ich bin absolut zu spät bei der Action. Oh, hier ist noch einer drin. Das Problem ist halt gerade echt, dass ich keine Shotgun habe. Hey, dafür aber eine blaue Burst. Und Minis. Auch nicht schlecht. Okay, wartet mal, dann lege ich das weg. Sind wir mal ehrlich, die schallgedämpfte SMG hat jetzt nicht so viel Nutzen eigentlich. Ich glaube, der ist halt immer noch unter mir irgendwo. Oh. Hallo, mein Freund. Okay. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall gleich hin. Okay, von wo? Irgendwer hat gerade angefangen zu schießen. Oh, da war einer, was? Okay. Warte mal, noch muss ich mich nicht hochhalten, glaube ich. Let's go. Okay, kann da unten bitte irgendwer eine Shotgun haben? Oh, da ist die neue Shotgun. Let's go. Das finde ich schick. Das finde ich schick, meine Freunde. Okay, ich weiß. Eigentlich muss ich hier gerade nichts bauen. Wir bauen uns trotzdem kurz was. Zur Sicherheit. Ich frage mich halt wirklich immer noch, ob einer jetzt bei mir drin ist. Oder was heißt bei mir? Da, wo ich halt drin war. Okay. Ja, auch nochmal ganz guten Stuff. Soll ich das Ding hier mitnehmen? Ich habe irgendwie mal Bock, damit was zu machen, um ehrlich zu sein. Oh, warte mal. Hat er nicht hier... Ah, nee. Das Ding habe ich gesehen und dachte, es ist ein Raketenwerfer, aber der andere hatte auf jeden Fall einen. Da oben ist einer. Kann ich hier bitte hoch?
Ach, nee. Ist das jetzt dein Ernst? Er hat so wenig Bock, hier gerade gekillt zu werden. Gut, kann ich verstehen. Ja, keine Ahnung. Wir gehen erstmal zum Raketenwerfer. Der fühlt sich für den Moment wichtiger an. Ich bin ehrlich. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Bam, 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 bam. Gehen wir hier mal durch. Raketenwerfer. Ich glaube, wir bleiben heute mal bei der Burst. Lang keine Burst mehr gespielt irgendwie. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ja, was macht der andere Typ jetzt, ne? Das ist die Frage. Oh, wir müssen zu Tilted hin. Das gefällt mir nicht so wirklich. Okay, der macht gar nichts. Hat der vor, irgendwann da rauszugehen? Oder was ist sein genauer Plan? Keine Ahnung, Leute. Wir gehen einfach mal langsam vor. Und schauen, was der macht. Und ich meine, wir sind jetzt vor ihm. Das heißt, ja. Er muss im Prinzip zu uns aufschließen. Okay, eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Sollte ich doch nochmal zurückschauen? Ich meine, das ist halt ein Kill, ne? Den würde ich schon ganz gerne machen. Wir könnten ja hier hoch und wir können hier noch ein bisschen Holz reinlooten. Ah, da kommt eh noch einer. Auf jeden Fall gehen wir nochmal zurück. Das sind dann vielleicht zwei Kills, die wir machen können. Das kann sich doch nur lohnen. Okay, wo gehen die lang? Shit. Oh, er ist so down geschossen. Ich treffe die Leute nicht. War vielleicht die Burst doch keine gute Idee? War die Burst vielleicht doch keine gute Idee, Leute? Was hat er vor? Wie viel hat er, um sich hochzuheilen? Und wo ist der andere Typ? Fragen über Fragen. Okay, den haben wir. Oh, und hier unten liegt auch nochmal ganz schön viel Kram. Ah, der hat ja auch eine Burst. Okay. Das erklärt auf jeden Fall, warum er so gut reingehauen hat. Und keine Ahnung. Irgendwie fehlt noch eine Person, aber auf den scheißen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt rein. Ich glaube, das sollte funktionieren. Wir müssen auch nur rein in die Zone. Und letztendlich haben wir da den Chuck, mit dem wir uns wieder hochheilen können. Eigentlich perfekt. Okay, ich krieg doch ein bisschen Panik. Ich glaube, bei 20 muss ich es reinhauen. Ich glaube, wir könnten es gerade so schaffen. Ich glaube, das müsste gerade so funktionieren. Und dann gönnen wir uns dieses Ding mal. Und hoffen, dass jetzt keiner auf uns schießt mit irgendwas. 10 Sekunden müssen wir hier noch durchhalten. Glaubt ihr, der kommt jetzt noch aus der Zone, der andere? Oder was hat der vor? Ich bin absolut irritiert, was der Typ macht. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Okay, wie sieht's denn aus? Untilted vorbei. Fällt mir nicht so wirklich gut. Könnten ganz außen rum. Ah, wobei, ich weiß es nicht ganz genau. Was macht gerade Sinn? An Loot Lake vorbei oder eher nicht? Oder unten ist noch einer. Okay, der baut sich da hoch. Wie es aussieht, werden wir da oben einen kleinen Kampf haben. Ich hoffe, die kann was, meine Shotgun. Aber ich glaube, wir schießen zuerst mit dem Raketenwerfer rein. Das ist ja immer eine gute Idee. Och, komm schon. Zeit verschwendet, weil das irgendwie nicht funktioniert hat mit dem Hochspringen gerade. Hä? Ist der nicht hier hoch? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Muss ich ehrlich zugeben. Okay. Da waren auf jeden Fall noch welche, die geschossen haben. Aber keine Ahnung, wo die ganz genau sind. Ach, schade. Ich dachte, der baut sich da hoch und wir treffen dann irgendwie oben aufeinander und können kurz kämpfen, aber... Und jetzt rein in Tilted gehe ich nicht. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Wenn die sich da schon irgendwie die krassen Bases gebaut haben, macht's, glaube ich, keinen Sinn. Ja, spring rein. Schade. Stellt euch mal vor, der wäre da jetzt reingesprungen. Das wäre so wunderschön gewesen. Also in den Laster. Hallo. Ah, er hat ja auch die neue Shotgun. Okay, Nates, ihr müsst dran glauben.
Und weiter geht's. Kommt die Zone jetzt gerade schon wieder? Oh, shit. Oh, da schießen noch ein paar Leute. Ich glaube, wir gehen wieder zuerst mit der Rakete rein. Gucken, was das Ding so hinbekommt. Das klingt verdammt nah. Ich hoffe einfach, dass die nicht oben am Hügel sind. Sondern irgendwo unten im Tal. Das wäre perfekt für meine Rakete. Okay, ich sehe leider gar nichts von denen. Ich glaube, die sind unten im Tal. Was? Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist. Das war einfach nur dumm gespielt. Okay. Irgendwie hat das gerade funktioniert für mich. Und da unten sind noch mehr. Ich werde auf jeden Fall mit hin. Scar, kann ich dich bitte haben? Dankeschön. Okay. Von wo wurden wir jetzt angesniped? So wird das gemacht, Leute. Okay, Jumphead. Und hoch da. Okay, wie lebe ich gerade noch, Leute? Wie lebe ich gerade noch? Ich bin mir nicht sicher. Okay, der Sniper scheint weggegangen zu sein. Okay. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich brauche auf jeden Fall kurz Minis rein. Und habe ich ein Feuer? Perfekt. Na, kein, komm. Bau doch. Alter, wäre ich jetzt deswegen gestorben? Ich warte, bis das Ding mich irgendwie hochbringt und dann geht's weiter. Dann gehen wir da hoch. Huh. Das Unmögliche gerade möglich gemacht. Holy shit. Oh, da unten ist der andere. Okay. Wenn ich mich beeile, dann bin ich vielleicht vor ihm oben. Ich denke mal, der will da auch hoch. Das sei das, was gerade am meisten Sinn macht. Von daher sprinten wir mal hoch. Hä? Will der da nicht hoch? Jetzt bin ich irritiert, um ehrlich zu sein. Ich habe doch da irgendwo ein Rennen sehen. Ist er da unten einfach rein? Oder wo schleicht er sich hoch? Okay, Leute, ich schieße das Ding jetzt einfach mal. Zwei wenigstens. Ja, da ist nichts. Okay. Ich bin wirklich verwundert. Kommt da unten jetzt noch einer raus oder nicht, Leute?
Stellt euch mal vor, da hat bis zum Ende irgendwie einer drin gecampt. Gut, ich camp hier oben, ne? Aber da unten? Gefühlt macht es einfach keinen Sinn. Ich bin gespannt. Okay, nee, der ist ganz woanders hingerannt. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich bin einfach verwirrt gewesen, weil er nicht hier hoch ist zu mir. Und das für mich einfach am meisten Sinn gemacht hätte. Ich glaube, das verwirrt mich gerade einfach ein bisschen. Gut, okay. Dann schauen wir mal. Schön wäre es natürlich, wenn wir von hier oben noch irgendwen bekommen. Aber ich sehe gerade auch einfach niemanden. Wir haben eigentlich nicht mehr so viele Gegner. Aber irgendwie schießt keiner und... Okay, was ist los, Leute? Irgendwo ist einer gekillt worden. Nur wo? Ich muss ja sagen, ich vermisse Blitz wirklich ein bisschen. Ich sag's jetzt einfach mal. Bei Blitz hätte man so eine Situation nicht. Da wird's im Endkampf zack, zack, zack gehen. Okay, ich glaube, der ist da unten drin. Irgendeiner muss da unten drin sein. Und der Rest... Oh, da ist doch einer. Da ist wirklich einer drin. Ich schieße noch eine nach. Okay, wir killen den. Wir looten den und dann gehen wir zu den anderen. Wo ist er hin? Holy, da hinten geht's aber auch ab gerade bei denen, oder? Okay. Bitte killt euch nicht gegenseitig. Ich würde gerne beide Kills haben. Nein, er hat ihn gekillt. Warum tust du mir das an? Das ist nicht fair, mein Freund. Das ist einfach nicht fair. Okay. Hab mich schon gewundert, wo da gerade der eine Schuss hin ist mit der Rakete. Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch 10 Kills irgendwie rausgehustelt. Ich muss aber wirklich sagen, ich vermisse Blitz. Bei Blitz wäre die ganze Action einfach da gewesen. Ich hoffe, wir bekommen wieder Blitz oder vielleicht wird irgendwas aus Blitz übernommen für den normalen Modus. So ein bisschen schnellere Zonen vielleicht, keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung würde mir auf jeden Fall gefallen. Ich habe das Gefühl, wenn man nicht Blitz spielt, hat man manchmal diese Phasen, wo irgendwie nichts passiert, wo man aber auch nicht blöd irgendwie weggeht, weil man sonst irgendwie Gefahr läuft, blöd von hinten gekillt zu werden. Wie eben die Situation, wo ich oben am Berg war. Keine Ahnung, finde ich immer ein bisschen schade. Wir haben die ganze Sache trotzdem gewuppt. Leider habe ich nicht beide letzten Kills bekommen, das wäre noch schön gewesen. Ich hoffe aber natürlich trotzdem, euch hat das Video gefallen. Das war ein kleiner Blick auf den neuen Skin. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr zuschlagen werdet. Holt ihr euch den Skin oder ist das eher nichts für euch? Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ansonsten war es das von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.